Ja, hallo und willkommen bei Heikos Drum Lesson. Heute geht's mal ein bisschen schneller zur Sache. Mit einer Art Pseudo-Double Bass oder Fake-Double Bass kann man es nennen. Gut, ihr habt gemerkt, ich habe fast ständig mein Stand-Tom hier durchgezimmert hier. Okay, also die Grundbewegung des Ganzen im Prinzip ist rechte Hand, rechter Fuß abwechselnd spielen, bedeutet Tom 3, ich habe hier noch so ein, oder das Stand-Tom im Prinzip, das Floor-Tom, ich habe noch so ein dickes Tom hier stehen, habe ich jetzt nicht benutzt, weil so das Grundset besteht, haben auch die meisten so eben aus diesen drei Toms. Genau, Bewegung rechter Hand, rechter Fuß, abwechselnd spielen. Die Snare bei 2 und 4, wir zählen hier Achtelnoten, würde bedeuten 1, 2, 3, 4, genau so. Linker Fuß kann mitlaufen mit der rechten Hand zusammen, bedeutet, klingt dann im Zusammenhang so, als würde man das Hi-Hat praktisch anspielen, wenn man mit zwei Bassdrums spielt. Das heißt, dann sind wir da. Und das war's schon. Schwierigste an der ganzen Geschichte ist eben Koordination zwischen rechter Hand und rechtem Fuß. Das muss man üben, das Ganze. Kann man auch gerne trocken üben. Bei Sonntagsnachmittags am Kaffeetisch bei Oma oder sonst wo, dann freuen die Verwandten sich. Im Bus, Bahn, U-Bahn, wo auch immer, kann man eben die Geschichten sehr, sehr schön trocken üben, mache ich ganz gerne so. Okay, also das wäre die Grundbewegung. Jetzt habe ich so ein paar Fills da reingespielt und ich möchte euch mal dieses Links-Rechts-Bassdrum habe ich da reingespielt. Da werde ich jetzt mal nur ganz kurz drauf eingehen. Das wäre im Prinzip eine Stufe schon mal ein ganz bisschen weiter. Aber ich zeige es mal ganz kurz. Also im Prinzip unser Rhythmus. Und dann merkt ihr, da habe ich die linke, rechte Hand und Bassdrum eben linear durchgespielt. Und das passt da ganz nett rein. Man kann auch, habe ich glaube ich zum Schluss mal gespielt, ständig diese Geschichte spielen. Dann klingt es so, als würde man die Bassdrum als Triolen spielen. Das klingt dann so. Mit dem Fuß zusammen. Das wäre dann der Rhythmus im Prinzip. Das wäre der Fill. Das kann man auch machen. Gut, das ist ein bisschen weitergehen eigentlich schon oder ein bisschen zu weit gehen fast. Über diese Fills würde ich nochmal ein extra Video machen. Ich möchte euch jetzt mal einen etwas einfacheren Fill zeigen. Und zwar habe ich mal, muss ich so ein bisschen ausholen jetzt, ich habe mal ein Video gemacht, da ging es um Cowbell, also Kuhglocke. Da wurde der Bewegungsablauf der Hände gezeigt. Und im Prinzip genau diese Bewegungsabläufe könnt ihr auch hier machen. Das hat zwar überhaupt nichts mit Kuhglocke zu tun, aber das funktioniert. Ich blende hier mal so einen kleinen Link ein oben und dann könnt ihr mal auf dieses Kuhglockenvideo klicken später. Und da wird nochmal erklärt, wie dann diese linke Hand zur rechten laufen kann. Und genau das passt hier auch. Also die Double Bass Geschichte hat dann plötzlich was mit der Kuhglocke zu tun. Nichts schließt sich aus in der Musik. Das ist so. Und man kann viele Sachen dann eben für andere Dinge verwenden. Das ist immer ganz interessant. Okay, Bewegung war im Prinzip, die ich jetzt hier mal zeigen möchte, die wir spielen, ist im Prinzip kann man so machen, wenn ich jetzt durchspiele. Ich komme aus dem Rhythmus praktisch. Beispiel,
So kann man es machen. Man kann es auch kürzer machen. Man kann es zu anderen Zeiten spielen. Im Prinzip ist all das erlaubt, was die linke Hand autonom spielen kann. Kann sie da gerne machen. Eine ganz gute Geschichte habe ich auch am Anfang, glaube ich, kurz gemacht. Glaube ich. Ist das Hi-Hat hier mit zu benutzen. Das bedeutet, wenn ich jetzt... Du bist zu weit auf hier, Kollege. Wenn ich jetzt diesen Rhythmus spiele hier, dann kann ich im Prinzip mein Hi-Hat anspielen. Und zwar... Und dann merkt man eben ganz gut, ob das Ganze wirklich sauber ineinander verzahnt ist. Okay, gut. Das soll schon gewesen sein für heute. Das war ein kurzer Double Bass Ausflug, der eigentlich keiner war. Aber man kann, wenn man nicht ständig mit zwei Bassdrums spielen möchte, natürlich so ein bisschen diesen Double Bass Rhythmus da auch überall reinspielen. Und das wird ja sehr, sehr häufig und gerne gemacht im Prinzip. Und man muss sich nicht extra ein zweites Pedal kaufen. So ist es. Okay, gut, dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal und tschüss.